Herzlich willkommen im Großgartenmuseum. Leider kann in diesen besonderen Zeiten unser römisches Kastell nicht für den Publikumsverkehr geöffnet werden. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir das römische Kastell zu Ihnen nach Hause bringen. Kommen Sie mit! In den Jahren 2003 und 2004 ist der Münsterplatz, der sich direkt über uns befindet, neu gestaltet worden. In diesem Zuge gab es eine archäologische Untersuchung und man fand ein spätrömisches Kastell. Bereits um 130 vor Christus gibt es Spuren keltischer Besiedlung auf dem Münsterhügel. Unter Augustus, der zwischen 27 vor Christus und 14 nach Christus regiert, führen Tiberius und Drusus Eroberungsfeldzüge durch. Der Machtanspruch von Rom festigt sich auf dem Gebiet des heutigen Baden-Württemberg bis hin zur Donau. Durch die Eroberungsfeldzüge wird Konstanz ein wichtiger militärischer Stützpunkt, der sich bis ins 4. Jahrhundert nach Christus hält. Hier sehen Sie den Wehrturm und die Wehrmauer, der die westliche Seite des Kastells schützte. Sowohl die Wehrmauer als auch der Wehrturm sind mit Mauerwerk aus Tuffstein verblendet. Der Tuffstein kommt von der Schwäbischen Alb. Das Fundament des Kastells ist auf Bodenseegeröll gebaut. Die Wehrmauer ist etwas mehr als 2 Meter breit und in der Zweischalentechnik gebaut. Zweischalentechnik bedeutet, dass Innen- und Außenmauer sauber gemauert und mittig unordentlich aufgeschüttet worden ist. Der Wehrturm steht aus der Mauer hervor. Er hat einen achteckigen Grundriss und misst ca. 7 Meter in der Breite und 6 Meter in der Tiefe. Er war im Inneren durch eine Tür zu betreten. Auch das Kastell in Konstanz ist nach längerer Friedenszeit kriegerischen Auseinandersetzungen ausgesetzt. Um ca. 400 nach Christus ist das Ende des militärischen Stützpunktes besiegelt. Das Römische Reich konnte den Gegnern nicht mehr standhalten und mit dem Untergang des Weströmischen Reiches ist auch das Ende des römischen Kastells auf dem Münsterplatz gekommen. Wir erreichen das Kastell über eine Treppe, die uns nach unten führt. Das liegt daran, dass das Bodenniveau vor 2000 Jahren deutlich tiefer gelegen ist als heute. Durch ständiges Abreißen, Neubauen, Aufeinanderbauen hat sich das Bodenniveau deutlich angehoben. Im Inneren des Kastells sind mehrere Räume ausgegraben worden, die zu einem Badehaus gehören. Das Badehaus erstreckt sich bis hier zum Buchladen Homburger und Hepp. Es gibt beheizbare und unbeheizbare Räume. Die beheizbaren Räume sind mit einer Hypokaustanlage versehen. Das Caldarium, ein sehr heißer Raum, war direkt mit der Feuerstelle verbunden. Wenn die Hypokaustanlage befeuert worden ist, konnte man auf keinen Fall barfuß herumlaufen. Dafür gab es sogenannte Holzpantinen. Die sehen aus wie heutige Flipflops, sind mit einer dicken und durchgehenden Sohle verbunden. Mit diesen Holzpantinen war es möglich, über die heißen Steine zu laufen, ohne sich die Füße zu verbrennen.